Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Mario Kart 64. Wir machen diese Runde mal mit den sympathischen Yoshi. So sieht's aus. Und wir nehmen den zweiten Cup, in dem Fall den Flower Cup, weil den Mushroom Cup hatten wir es im letzten Part gemacht. Und in diesem Part machen wir Flower Cup. So sieht's aus. Gott, und ich glaube, es geht mit Todds Autobot los. Ach du Scheiße. Und zwar wirklich, ach du Scheiße. Ich hasse diese Bahn nämlich. Wie die Pest. Aber los geht's. Was zeigen wir uns selbst? Wie die ist. So, Alter. Dieses Grafik, ey. Die ist irgendwie komisch. Auf der einen Seite cool. Aber auf der anderen Seite halt komisch. Ja, und ich weiß nicht, ob sie mehr komisch oder mehr cool ist. Ich glaube, der Soundtrack ist bei euch verhältnismäßig ein bisschen leise, ne? Ich glaube, sie müsste es besser passen. Gefährt kann man übrigens noch gar keins auswählen. By the way, in diesem Mario Kart. Nur so als Info. Am Rande. So, und das ist übrigens schon das zweite von 5 Parten. Ja, weil es gibt da nur 4 Cups. Die sind relativ schnell durchgehandelt. Also, das Projekt sieht es nicht so. Help me. Nicht so krass in der Länge. Weil anders wie gewisse andere YouTuber mache ich von jedem Game halt nur ein CCM, weil wozu mehr CCMs machen? Ist bei allen dasselbe. Es geht mir darum, dass ihr die Strecken seht. Und das könnt ihr genauso gut bei einer CCM-Größe jeweils. Und die Runden hier sind tatsächlich länger. Das ist interessant. Und ja, diese Strecke gibt es im Prinzip genauso. Nur grafisch auflösender auf der Nintendo Switch mit Mario Kart 8 Deluxe, als auch auf der Wii U mit Mario Kart 8. Das sieht man mal. Das ist auch mal tatsächlich sehr interessant. Ich finde, so ein Retro-Projekt sollte immer so mal sein und wir werden ab jetzt immer ein Retro-Projekt halt einfach so offen haben. Die was sogar sein mit Mario Party. Ich hoffe echt, mir macht es ein bisschen bange. Ich hoffe echt, dass der Soundtrack vom Game nicht so leise ist, ne? Aber ich glaube, das ist ja nicht. Weil dran gekommen, komm nur her. Du bekommst eins an deine Birne geklatscht. Wieso wird das jetzt denn losgelassen? Wahrscheinlich trifft es mich selbst. Ich kenne mein Pestanense. Hui. Alter, wie das erst so spät kommt, das verwirrt einen halt aufs Übelste. Wenn dann irgendwie 10 Minuten, nachdem man durch die Banane durch ist, dann einfach mal erst sein Crester kommt. Das ist unlogisch. So, Final Lap, letzte Runde hier. Von dieser Strecke, die ist lang tatsächlich, ne? Die ist lang. Und ich hab's auch erstmal geschafft, da ein interessantes Sieg dran vorbeizufahren. Gut zu wissen. Wenigstens bekommt man Bildschirm jetzt keine Aussetzer mehr. Im letzten Part, das ist sehr schön. Aber Alter, an die Grafik muss man sich erst gewöhnen. Die ist dezent gewöhnungsbedürftig. Aber ist halt trotzdem irgendwie cool, sowas zu spielen. Aber sagt man, findet es jetzt eigentlich besser, wenn ich das jetzt so scratche auf dieses Full HD Format, also dieses Breitbildformat, weil normalerweise ist es dieses 4:3 heißt es, glaube ich, ne? Format, das N64 ausbuckt. Aber es ist persönlich gescratched auf Breitbild cooler, weil dann der ganze Player gefüllt ist. Und das finde ich besser als nur schwarzer Hintergrund vor allem. Vielleicht irgendwie so ein Bild und dann diesen 4:3, aber trotzdem. Ich finde es gescratched persönlich einfach besser. Aber das ist meine Meinung. Und da hat jeder eine eigene Meinung. Aber ich persönlich finde das gescratched besser. Und wir werden Erster. Das ist schön. Sowas haben wir doch gerne.
war das bei 50 jetzt immer nicht das Wichtigste auf der Welt ist. Habe so einen Eindruck. So, dann machen wir direkt weiter mit der zweiten Runde. So, was haben wir denn als nächstes? Ich bin gespannt. Oh, okay. Die kenne ich, glaube ich, noch nicht. Interessant. Damit wieder interessant, den Wegen zu folgen. Wenn man erstmal überlegen muss, wo genau sind jetzt eigentlich die Wege? So in etwa. Yay. Das ist eine schöne Weihnachtswelt. Da macht es irgendwie schon Spaß, auch mal so alte Mario Kart-Teile zu spielen. Sind das Bock schon richtig? Und ich danke nochmal das Shoutout an meinen Freund, der mir das Spiel geliehen hat, um es zu let's playen. Weil sowas finde ich halt ganz cool, gerade als Let's Player. Wenn man Freunde hat, von denen man ein Spiel ausleihen kann, weil es kostet halt ein bisschen und dann muss ich mir das selbst zum Beispiel nicht kaufen. Das Uppsala. Mal so abbekommt, wenn man gegen dieses heiße Nähe. Naja, aber da fahren einige dran. Muss mir das halt nicht selbst kaufen und das hat Vorteile. Was eigentlich sage ich erst jeden Tag. Also wirklich, coole Aktion. Gott. Und ich finde, gerade ich finde, wirklich so Retro-Projekte wichtig, die ab und zu bringen. Einfach damit die Jugend, ja genau, jetzt habe ich mich selbst getroffen mit der Scheiße hier, dass die Jugend hier einfach mal wieder, Gott, dann macht es aber auch ein Lakito dann rettet, das ist cool, weil wir dürfen kein Sechster oder Schlechter werden. Sag mal, wie lange brauche ich, bis ich eigentlich losfahre, wenn ich runterfall? Das ist ja brutalst, Alter. Ich muss dringend jetzt auf den vierten Platz oder besser bekommen, jetzt bin ich am Arsch. Keine Runde nochmal fahren. Yay. Was hatten wir jetzt gerade eigentlich nochmal geredet? Ich weiß es nicht mehr. Achso, richtig. Dass ich generell der Meinung bin, dass Retro-Projekte wieder an die breite Masse kommen sollen. Weil das sind geile Games. Und ich finde, die Kinder von heute sollten wissen, wie deren Lieblings-Franchises so entstanden sind. Natürlich war das jetzt ein Fake-Wurst da reinfahr. Dieses Item hasse ich wie die Pest. Bin so froh, dass es das in neueren Ablegern einfach nicht mehr gibt. Ungelogen. So. Wenigstens jetzt hier das Gute wird, kann ich schnell wieder Vierter werden oder besser. Das ist halt etwas. Was tendenziell gut ist. Jetzt habe ich ein Stachy. Also es bricht eine Erster-Bombe, mit dem ich die Person abschießen kann. Die der ist halt Erster ist. Ihr wisst alle, was eine Erster-Bombe ist. Ja, doch, selber wie gesagt. Finde ich halt einfach cool, so Retro-Projekte zu spielen und einfach mal so alte Games. Vor allem, dass Mario Kart fürs SNES. Das ist richtig lustig. Weil das ist dann auch wirklich 8-Bit-Rumfahrzeug. Und das ist so Retro, dass halt wirklich wieder sehr cool ist. Und bei dem Game ist zwar auch cool, aber hier kann man das jetzt streiten, ob das jetzt vielleicht von der Grafik hier einfach nur für uns heutzutage schlecht anzuschauen ist. Aber bei dem SNES-Teil, den es übrigens auch in naher Zukunft für das Playen wird, weil das sind nur 4 Videos und geht sehr schnell. Also jetzt, ich bevorzuge jetzt erstmal so kleine Projekte zu machen, damit es halt so ein paar Projekte gibt, die ich einfach gemacht habe. So nach dem Motto. Und da bietet es halt, Mario Kart wirklich sehr schön und verdammt sehr schön dafür an, weil ich weiß, es ist ein Projekt, was nicht lange dauert und einfach viel Spaß macht. So, und jetzt habe ich wieder hier Silly hintern Popo, wenn ich dieses Item jetzt starte. Das finde ich halt einfach immer am lustigsten, nicht runterfallen, gut. Und et voilà, als Zweiter. Sei nicht Erster, aber immerhin, es ist verkraftbar. Yay. Mario Kart 8 Deluxe kommt übrigens auch wieder. Kann das sein, dass es ein bisschen nachlässig wird, weil mein 30 Capsa-Karte jetzt bald ankommt. Und dann endlich Pokémon Sonne ankommt. Joi, zum Aufnahmezeitpunkt. Ich bin noch nicht da und ich bin übelst gehypt auf das Projekt. Ungelogen. Und Odyssey wird beendet und alles. Da kann es sein, dass ein bisschen. Oh, guck mal. Guck mal unten. Man kann echt Lux jetzt ein bisschen nachgelässigt wird, aber es kommt auch wieder. So.
Sieht aus wie so eine Yoshi-Piste. War halt jetzt interessant aus, so. Weil, keine Ahnung. Aber keine Ahnung. Es sieht halt einfach interessant aus. Ja, Yoshi. Habe ich doch gesagt. Man hat einfach so einen Soundtrack. Es ist hier eine Kurbenreise Yoshi-Piste handelt, wo es darum geht, driften zu können. Und das ist vermutlich eines der einzigsten Sachen, die wirklich zählen. Und da gab es ja mal eine Abkürzung. Oh Gott, und da gibt es Steine, die durch die Gegend springen und rollen und einen auf den Körper fallen können. Was halt im Zweifelsfall negativ ist und ein nicht wirklich was an Outs. So, geht alle in den Rampelkasten. Was ist ein Rampelkasten? So, was ist jetzt passiert hier? Ich war wie so ein besoffener Opi. Immer habe ich Mario Kart 8 gespielt bei Großeltern. Ey, das war so witzig. Leute, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, holt eure Großeltern an die Konsole und spielt bei der Mario Kart 8. Das ist Lachfleisch des Todes. So in etwa konnte ich sowas das schon bei Senioren Zocken beim YouTube-Kanal erleben. Jetzt sind eure eigenen Großeltern machen, die unter Umständen was als noch weniger Videoskill haben als die von Senioren Zocken. Es ist einfach nur amüsant. Und macht Spaß anzugucken. Ich sag's aus Erfahrung. Alter. Die Steuerung. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber halt trotzdem sehr. Gott, jetzt fall ich hier rein. Das ist verdammt unnötig. Also diese Bananen sind echt das Schlimmste hier. Die sieht man so spät. Und dann sind die auch so unangenehm. Also die sind echt das verdammte Mal. Schlimmste in diesem Spiel. Ungelogen. So, komm, Item ist da. Nein, wieso habe ich eigentlich kein Item? Lol, ist doch mal eine Fake. Aber wirklich, man erkennt diese Fake-Item-Box halt einfach gar nicht, ne? Und fährt dann pass einfach rein, okay? Die Fake-Item-Box ist das Schlimmste. Das darauffolgende ist Banane in diesem Spiel. Panzer sind bis jetzt noch gar nicht mal so krass schlimm. Oder sind einfach generell nicht so krass schlimm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Game damals so krass gehypt wurde, wie jetzt Mario Kart 8 auf der Wii U, weil, oder Mario Kart 8 Deluxe, weil es ja damals das erste 64 Mario Kart war und davor war es halt nur dieses 16-Bit Mario Kart, was einfach nur auf der Stelle fahren war, ohne 3D, sondern ohne halt so räumlichen Texturen und da ist das halt so ein krasses Highlight. Und deshalb war das Spiel in Kritiken richtig gut und hat sich sogar noch besser verkauft als der erste. Nein! Noch erster ist weiter. Okay, verdammt. Das war knapp. Das war echt knapp hier. Auf das ist eigener Piste. Du musst weiter. Das ist traurig. Aber okay. Zweiter ist besser als alles. Das letzte ist wieder der Platz. So, und ein Rundchen haben wir in diesem Part noch vor uns. Da geht's erst 13 Minuten. Mal schauen, was wir jetzt haben. Und ich glaube, bin ich erst auf den. Ne, ich bin jetzt auf den ersten da zusammen mit Yoshi. Tot ist, glaube ich, interessant. Oh, Mario Raceway. Die ist ja cool. Ich glaube, die mag es. Das hat eine richtig coole Gunpiste. Ich finde gerade alte Retro-Gun-Games haben echt so deren Charme. Und damit meine ich das fürs N64 und das fürs SNES. Ob die jetzt für die Game Boy Advance oder Game Boy Color, also Mario Kart Super Secret, Mario Kart Double Dash. Jetzt auch so den krassen Ablegern gehören. Aber gut, Mario Kart Double Dash hat halt dieses Zweier-Item erstmals eingeführt, was in Mario Kart 8 Deluxe auch gab. Was an sich eine echt geile Sache ist. Ich würde sagen, so richtig prägend für die Serie, vor allem nachhinein, ist definitiv der erste, also sprich der fürs SNES, als auch der Teil für die N64, weil das sind einfach beste und geilste Teile, meine Meinung. Out, das hätte jetzt eigentlich so ECD, also die ECD ist mir erst ein Konkurrent, der macht mir nämlich erst Angst hier, dass der meinen ersten Platz wegnimmt, weshalb ist jetzt in der letzten Runde unbedingt besser sein muss als dieser Luigi. Null. Und sonst bin ich dann mit Tunnel-Design nur zweiter. Kein erster. Das macht mich unhappy. So. Upsala.
Also ich finde es... Und so ein Vierter, haben es ein paar gefragt hat in den Kommentaren, ob ich es gut finde, dass man nach dem vierten Platz es gar nicht wiederholen muss. Auf der einen Seite finde ich das gut, weil nur das beste Ergebnis gezählt wird. Denn wenn man mal eine Teilaussetzungsrunde hat, hat man Vorteile. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch ein bisschen blöd, weil man die wiederholen muss. Wenn man Pestock hat, auf eine Strecke nicht klarkommt, dann nie besser wird, dann kann man die 1000 Mal wiederholen. Das ist so eine Sache, die ich persönlich sehr heißer finde. Beziehungsweise einfach nicht. Einfach, lol. Was ist das für ein krasses Item? 5er Bananenpack hier. Alter, geil. Schade, dass sowas auf der Mew nicht mehr gibt. Jo, wie der Wario einfach alle anderen Items da weggenommen hat. Verdammt. Gut. Nein. Ich muss besser sein als dieser Luigi. Komm. Nein, das schaffst du nicht mal, Yoshi. Verdammt, ich werde nur weiter. Im Endergebnis. Ah, Mario ist einfach Achter in seinem eigenen Spiel. Schlecht, Mario. Schlecht. Aber ich glaube, mein zweiter Platz ist auch nicht so phänomenal. Habe ich so einen Eindruck. Ja, ich bin nur zweiter geworden. Schade, aber immerhin, ne? Immerhin bin ich noch bei den Top 3 auf dem Gewinnerboard. Und mit diesem Outro bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen von dem Part von Mario Kart N64. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!